und Klimaforscher aus dem Karlsruhe Institut für Technologie machen jetzt etwas mit KI und für die Zukunft unseres Waldes. Wälder werden in Zukunft immer mehr durchs Klima beeinflusst werden. Zum Beispiel werden Trockenperioden immer häufiger auftreten und immer länger sein. Das hat zur Folge, dass Bäume immer geschwächter werden. Und das hat zur Folge, dass eben sich das Waldmanagement auf diese äußeren Bedingungen, die durch den Klimawandel sich immer wieder ändern, reagieren muss. Und eben Bäume, die jetzt noch wachsen, in Zukunft vielleicht dann nicht mehr wachsen. Und dann eben immer wieder schrittweise auf diese verändernden Randbedingungen eben anpassen müssen. Beim Umgang mit den Klimaveränderungen helfen Erkenntnisse aus der Forschung. Wenn bei Pflanzungen oder einem nachhaltigen Holzeinschlag im Forstrevier konkrete Entscheidungen getroffen werden, müssen allerdings bereits eine Vielzahl von Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. Wir als EDI, wir lösen mit der künstlichen Intelligenz die Thematik, dass sehr viele Daten aus ganz unterschiedlichen Bereichen miteinander verschnitten werden müssen und dann für eine Entscheidung aufbereitet werden müssen, sodass der Anwender, in diesem Fall der Förster, intuitiv zum richtigen Zeitpunkt die richtige Information bereitgestellt bekommt und dann die Entscheidung treffen kann. In dem gemeinsamen Projekt des KIT, der EDI GmbH und Partnern aus dem Waldmanagement entsteht nun das Decision Support System EDE 4.0 zur dynamischen Einschlagsplanung. KI-Algorithmen bereiten dabei entscheidende Rahmenbedingungen für ein optimales Vorgehen auf und stellen sie in einer Cloud-Plattform bereit. Das selbstlernende System berücksichtigt nicht nur Daten aus Klimaforschung und dem Waldmanagement, sondern es wird auch durch das Expertenwissen der Försterinnen und Förster vor Ort trainiert. Ja, künstliche Intelligenz könnte uns helfen, die Vielfalt des Waldes, die wir in der Natur haben, abzubilden in die digitale Welt und Daten zu sammeln, die wir brauchen für unsere Entscheidungen, vom Boden über den Waldbestand bis zum Klima, um dann letztendlich auch entscheiden zu können, wie können wir Wälder bewirtschaften, welche Zukunftsperspektive haben die Wälder, welche Nutzungspotenziale bieten die Wälder und letztendlich auch, welche Ökosystemleistungen können diese Wälder für die Menschen leisten in Zukunft.